Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Schön, dass Sie Kanal 3 wieder eingeschaltet haben und dass ich Sie durch unser aktuelles Wochenmagazin führen darf. Für unser Thema der Woche haben wir dieses Mal das Schwarzenegger Museum in Thal bei Graz besucht. Zahlreiche Exponate zeigen den außergewöhnlichen Lebenslauf von Arnold Schwarzenegger sowie auch wichtige Lebensabschnitte wie Kindheit und Jugend, Bodybuilding, Filmkarriere und Gouverneurzeit. Er ist einer der bekanntesten Österreicher. Siebenmaliger Mr. Olympia, fünfmaliger Mr. Universum, Schauspieler und Gouverneur. Arnold Schwarzenegger. Er wird heuer 75 Jahre alt. 2011 wurde das Museum in Thal bei Graz ihm zugunsten eröffnet und zu sehen gibt's dort alles, was Arnolds Leben betrifft. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Spruch: Hasta la vista, Baby. Naja, wir haben eigentlich in Arnold seine ganzen Karrieren halt untergebracht im Museum. Das ist Kindheit und Jugend, die Bodybuilder-Karriere, schauspielerische Karriere und die politische Karriere. Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch. Schon im Alter von 13 Jahren hat er am Grazer Thalersee beschlossen, Mr. Universum zu werden. Und auch das hat er geschafft. Arnold kennt erstens einmal, nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt kennt man den Arnold. Und wir sind auch sehr froh, wir haben sehr viele Besucher, es sind ungefähr 70% sind Deutschsprechende und 30% kommen aus der ganzen Welt. Von Kindheitsfotos bis zu seinem Bett, alles gibt's hier hautnah zu erleben. Im ersten Stock dieses Hauses hat Arnold bis zum Jahr 1966 gewohnt. Dann beschloss er, die Welt zu erobern. Wir haben ja eine tolle Kindheit verbracht da. Und unser Thalersee, das war eigentlich das Mekka des Kraftsportes. Und da haben wir eigentlich diese Stämmer, das war damals eine Stämmermannschaft, haben wir damals angeschaut. Und ja, und da haben wir uns begeistert, wie durchtrainiert die waren. Und das war eigentlich so auch die Motivation für den Arnold, das zu machen. Mit jungen 20 Jahren an der Weltspitze des Bodybuildings. Erfolgreicher Schauspieler, erfolgreicher Politiker. Man kann sagen, überall wo Arnold Schwarzenegger war, war der Erfolg garantiert. Er war eigentlich der beste Bodybuilder aller Zeiten und er war auch ein toller Schauspieler, hat die größten Gagen in Hollywood halt erzielt. Naja, und dann war er eigentlich die politische Karriere. Die war ganz gut und er befasst sich ja unheimlich sehr viel mit erneuerbaren Energie und für den Umweltschutz. Von 2003 bis 2011 war Arnold Schwarzenegger als kalifornischer Gouverneur tätig, lebt seit Jahrzehnten in Amerika, aber seine Heimat, Thal bei Graz, die hat er nicht vergessen. Ganz unter dem Motto, I'll be back. Naja, er kommt eigentlich ein- bis zweimal im Jahr, schaut er vorbei, aber jetzt durch diese Pandemie hat es natürlich schon länger gedauert, aber er freut sich schon wieder, wann er kommen kann. Und zurzeit wieder etwas schwierig, 75 Jahre alt und kein bisschen leiser. Arnold Schwarzenegger ist nämlich wieder für Dreharbeiten unterwegs. Naja, er macht jetzt einen neuen Film, er dreht in Toronto und mit Danny DeVito, Arnold und Eddie Murphy ist auch dabei. Aber wie schon erwähnt, kehrt Arnold immer wieder in seinen Heimatort zurück. Möglichst mit Ausschluss der Presse, um Rummel zu vermeiden. Das ehemalige Kindheitshaus von Arnold Schwarzenegger, das hat eine Geschichte. Das war eigentlich das Haus der Familie Herberstein und die Schwarzenegger haben eine Dienstwohnung gehabt im ersten Stock und da haben sie eigentlich gewohnt. Bis zum Jahr 1966, der Arnold. Und der Rest ist Geschichte. Über 55 Jahre im harten Filmbusiness und eine erfolgreiche politische Karriere hinter sich. Naja, er hat eigentlich von Thal, er ist ja am 6.8.1966 von Thal weggezogen, ist nach München gegangen, war dann 9 Monate in London und dann ist er nach Amerika, weil man erst mit 21 Jahren hat nach Amerika ausreisen können. Durch sein erfolgreiches und wechselhaftes Leben gilt er als ein Beispiel dafür, als Einwanderer den amerikanischen Traum verwirklicht zu haben. Er gilt als einer der bekanntesten Persönlichkeiten der USA und einer der erfolgreichsten Actiondarsteller der Filmgeschichte.
Corona-bedingt ist das Osterferienprogramm in der Kinderstadt Dolbu in Spielberg 2 Jahre lang ausgefallen. Heuer hat es das Kinderbetreuungsangebot endlich wiedergegeben und zwar in etwas anderer Form, dieses Mal als Zukunftsfabrik der Kinderstadt. Corona-bedingt ist das Osterferienprogramm in der Kinderstadt Dolbu in Spielberg in den vergangenen 2 Jahren ausgefallen. Heuer hatten Kinder zwischen 7 und 12 Jahren endlich wieder die Möglichkeit, ihre Gedanken, Ideen und Zukunftsvorstellungen zu äußern und kreativ umzusetzen. Und zwar in der Zukunftsfabrik der Kinderstadt. Also die Kinderfreunde sind ja Meister darin, sich Konzepte und Projekte und Angebote zu überlegen und auch durchzuführen, was Ferien und Ferienangebote betrifft. Aber natürlich ist es für die Kinder und für die Familien ganz wichtig, in der Zeit der Osterferien einfach auch ein tolles, cooles Angebot zu haben, das die Kinder anlockt. In mehreren Workshops können die Kids Erfahrungen in vielen Bereichen machen. Sie können beispielsweise in der Architektenwerkstatt kreativ werden, in die digitale Welt hineinschnuppern, sich sportlich betätigen, kochen, malen oder basteln. Die Kinder kommen auch mit aktuellen Themen in Berührung. Schwerpunkte sind dieses Jahr nämlich das glückliche Leben in unserer Region und der Frieden in Europa. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, denn die Kinder, und das ist oft so ein bisschen abgedroschen, sind die Zukunft, aber sie sind es. Und ich glaube, sie müssen sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen, weil sie ein Stück dazu beitragen können. Für die Jugend ist Europa etwas Selbstverständliches mittlerweile. Gar nicht bewusst, wie viel an Positivem es bringt, sondern eher die negativen Dinge werden diskutiert. Und hier kommen wir wieder zurück und schaut auf die positiven Dinge in Europa. Was können wir tun, wenn wir uns die großartige Fahne anschauen, die da drüben passiert? Dann sieht man, wie sehr auch kleine Kinder sich mit diesem Thema und damit auch Europa auseinandersetzen. Die Kinder können kreativ arbeiten und spielerisch lernen. Und die Eltern wissen ihre Kinder in der Ferienzeit gut betreut. Ja, ich denke insgesamt eine große Bedeutung. Nicht nur für die Spielberger Kinder, sondern für die Kinder aus der ganzen Region. Man sieht es ja, die Nachfrage war auch heuer wieder riesengroß. Also wir haben eigentlich gar nicht alles abdecken können. Also da sieht man, ja, der Bedarf ist da und den Kindern gefällt es. Und es ist gut, wenn man sieht, dass hier in Kooperation mit den Kinderfreunden, regionalen Partnern wie Kraft das Murtal und vielen anderen, wird es als Leader-Region, Innovationsregion Murtal auch begleiten können. Das ist eine Investition in die Zukunft, um unsere Jüngsten auch in den Ferien dementsprechend unterstützen und begleiten zu können. In der Zukunftsfabrik der Kinderstadt findet ein intensiver Austausch zwischen den Kindern und Erwachsenen statt, von dem beide Seiten profitieren. Ganz nach dem Motto, groß und klein gemeinsam für eine bessere Zukunft. Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Der Bärlauch ist ein beliebtes heimisches Wildkraut und zählt zu den Lauchgewächsen. Er schmeckt nicht nur, sondern ist auch noch gesund. Er ist nämlich sehr vitaminreich und enthält jede Menge Mineralstoffe. Der Bärlauch ist eine Pflanzenart aus der Gattung Allium und somit verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch. Bärlauch ist eine sehr gute Vitamin A und Vitamin C Quelle und zudem enthält er die Mineralstoffe Kalium, Calcium und Eisen. Vitamin A ist wichtig für gesunde Haut und Schleimhäute, für Heilprozesse aller Art sowie für gute und gesunde Augen. Bärlauch zählt zu den beliebtesten Frühlingskräutern. Die aromatischen, leicht knoblauchartig schmeckenden Blätter erscheinen bereits ab Februar. Bis zur Blütezeit Ende April oder Anfang Mai kann man sie ernten. Bärlauch ist auch ein altbekanntes Mittel zur Entgiftung, denn nicht nur für den täglichen Gebrauch, sondern aufgrund seiner Heilwirkung ist eine starke Bereicherung im Entgiftungsprozess von Schwermetallen, Pestiziden, Viren und Schimmelpilzen. Und Bärlauch ist auch gut für die Gesundheit, denn er reinigt den menschlichen Darm und den Magen und das ganz ohne Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können aber entstehen, wenn man Bärlauch mit den Maiglöckchen verwechselt. Wer 2 Blätter oder mehr davon verzehrt, muss mit Vergiftungserscheinungen rechnen, einer Schwellung der Mundschleimhaut sowie Erbrechen und Durchfall. Bärlauch und Maiglöckchen haben nämlich in derselben Zeit Saison, von Mitte März bis Ende Mai.
In Grazkorn entsteht ein neues Murkraftwerk, dessen jährliche Stromerzeugung soll etwa dem Verbrauch von 15.000 Haushalten entsprechen. 2024 soll das Wasserkraftwerk in Betrieb genommen werden. Strom aus Wasserkraft ist die bedeutendste Energiequelle der Steiermark. Seit mehr als 100 Jahren wird die steirische Mur für die umweltfreundliche Erzeugung von Strom genutzt. Mit dem Murkraftwerk Gradkorn wird die erneuerbare Stromerzeugung im industriell geprägten Norden der Landeshauptstadt Graz gestärkt. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2024 geplant. Das Murkraftwerk hier in Gradkorn wird am Ende des Tages zwei Turbinen mit jeweils 6,5 MVA enthalten. Also rund 11 MW speisen wir ins Netz ein, dass man sich es besser vorstellen kann. Da reden wir von gut 15.000 Haushalten, die wir theoretisch damit versorgen können. Oder wenn wir es in Zeiten wie diesen in Elektromobilität umrechnen, würde das bedeuten, dass 30.000 E-Autos mit einer durchschnittlichen Jahreskilometeranzahl von 10.000 ein Jahr lang fahren könnten. Mit dem Kraftwerk Gradkorn investieren Verbund und Energie Steiermark in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Mit dem Kraftwerk kann der Ausstoß von jährlich etwa 30.000 Tonnen CO2 vermieden werden. Wasserkraftwerke generell in Österreich sind das Rückgrat sämtlicher Überlegungen für Energiewende. Natürlich auch in der Steiermark haben wir Gott sei Dank relativ viel Potenzial, auch noch zukünftig. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Wasserkraftwerke, die uns im Grundlastbereich versorgen. Das bedeutet, auch wenn einmal keine Sonne scheint, auch wenn einmal kein Wind bläst, gibt es Wasserkraftwerke, die die Grundversorgung mit übernehmen, nicht allein, aber doch einen wichtigen Beitrag dazu leisten und somit auch ein bisschen die Stabilität für alle energietechnischen Überlegungen der Zukunft bieten. Eine neue zusätzliche Murbrücke für Radfahrer, Fußgänger und Freizeitsportler wird das Freizeitangebot und das Radwegenetz aufwerten. Zusätzlich zur Brücke entstehen rund um das Kraftwerk Gradkorn etwa 2,5 Kilometer an neuen Radwegen. Proteste seitens der Bevölkerung blieben bislang aus. Wir haben das ganze Projekt von Anfang an offen gestaltet. Es gibt zuhauf ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die kompensierend wirken. Wir haben zum Beispiel in der Größe von über 18 Fußballfeldern ökologische Ausgleichsflächen, um dort auch ein Stückchen wieder die Natur, die vorher da war, nachzubilden. Beziehungsweise werden im Zuge des Kraftwerksbaus auch ganz viel ökologische Maßnahmen im Bereich der Wiederaufforstung gemacht. Das heißt, wir schauen uns an, was ist der typische lokale Baum- und Strauchbestand und bilden den bestmöglichst nach und versuchen dort wieder ein Naherholungsgebiet für Menschen, aber auch einen Lebensraum für die Tiere zu schaffen. Von den knapp 80 Millionen an Gesamtkosten entfallen ca. 70% auf heimische und regionale Unternehmen. In einer der schönsten Aulandschaften Österreichs, unmittelbar an der Grenze zu Slowenien, befindet sich die Murecker Schiffsmühle. Sie ist die einzige noch funktionsfähige Mühle Österreichs, die nach traditioneller Bauweise errichtet worden ist. Heute wird sie als Museum genutzt. Dieses Geräusch kommt nicht aus dem Wasser, sondern von dem, was das Wasser antreibt, die Murecker Schiffsmühle. Inmitten einer der schönsten Aulandschaften Österreichs befindet sich die Murecker Schiffsmühle. Sie ist nach dem Prinzip eines Hausbootes gebaut. Das heißt, es befindet sich bei diesem Mühlentyp die gesamte Mühlen- und Mahltechnik einschließlich des Antriebes, dem Wellrad auf einer schwimmenden Plattform. Das Wellrad gleicht dem Schaufelrad eines Raddampfers. Die Mühle gibt es schon sehr lang. Aber im Jahr 1997 haben sich da einige Leute Gedanken gemacht, wo sie gesagt haben, wir stellen diese Mühle originalgetreu wieder nach. Und da hat es damals jemand gegeben, der Dieter Dorner, der war einer, der was das so vorangetrieben hat, der was einfach einer gewesen ist, der was jetzt Wochenende gesagt hat, wir müssen da mehr machen und mehr machen. Und irgendwann ist dann diese Schiffsmühle als Mühle wieder neu entstanden. Jahrhundertelang drehten sich auf der unteren Mur dank der unerschöpflichen Kraft des Wassers die großen Räder der Schiffsmühle. Um 1850 gab es entlang der Mur ca. 60 Schiffsmühlen. Heute sind es dagegen nur noch 4. In Österreich ist sie jedoch die einzige. Die Mühle wurde 1997 nach originalem Vorbild wieder errichtet und ist die einzige schwimmende und auch funktionierende Mühle Mitteleuropas in traditioneller Bauweise. Und so ist sie auch zu einem Anziehungspunkt geworden. Jahre später war der Zufluss der Leute so enorm,
dass man sich irgendwann einmal Gedanken gemacht hat und gesagt, okay, wir müssen da irgendwie verköstigen. Und dann ist ein Club gegründet worden, dann haben sie ein bisschen so Wieschl ausgekocht und Frankfurter ausgekocht und irgendwas. Und in dieser Zeit ist diese gesamte Persiflage so weit geworden, wo die Schiffsmühle im Urek sowas für bekannt geworden ist, bis über die Staatsgrenzen hinaus. Mit einer errechneten Antriebsleistung von 3,5 PS war es in Murek möglich, 150 Kilogramm Mehl pro Stunde zu mahlen. Schiffsmühlen gab es nachweislich bereits 540 nach Christi. Die Geschichte hat uns eines gelernt. Man hat sich vor vielen hundert Jahren die Fließgeschwindigkeit der Mur zunutze gemacht und hat bei jedem Dorf da auf, ich hat es eine Schiffsmühle gegeben, verstehst du mich? Wo hätten die seine Brotmühle gemahlen? Da hat sie nichts gegeben, seine Sterzmühle gemahlen. Die Fließgeschwindigkeit der Mur hat das Brot gebracht. Und da die Schiffsmühle schon weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt ist und so auch viele Besucher anzieht, darf die Kulinarik auch nicht zu kurz kommen. Ja, zurzeit haben wir eben Bärlauchgerichte. Wir kochen immer saisonal und, sage ich mal, mit frischen Kräutern alles und alles frisch, vor allem Fische, wir sind da direkt neben der Mur. Traditionelle Gerichte, Hausmannskost, alles bunt gemischt eigentlich. Heute ist die Mühle ein Museum, aber die Stimme der Mühle ist wieder zu hören. Und die Bartholomäus-Lorbeer ist zum zweiten Wahrzeichen von Murek geworden. In unserem aktuellen Interview der Woche klären wir über wichtige Themen rund um unsere Haut auf, beispielsweise wie man sich bei starker Sonneneinstrahlung am besten schützt oder was bei starker Pollenbelastung oder Allergien hilft. Sehr geehrte Kanal 3 Zuseher und Zuseherinnen, heute widmen wir uns unserem größten Organ und zwar der Haut. Wir möchten uns heute mit Themen beschäftigen wie einer optimalen Hautschützung vor Sonneneinstrahlungen. Wir möchten uns heute dem Thema Allergien widmen und natürlich ganz allgemein Vorsorgeuntersuchungen im Bereich der Dermatologie. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute zu Gast sind bei Dr. Elmar Innauer hier in Junburg und dass Sie Zeit haben für unser Interview der Woche. Gerne. Ich habe schon eingangs erwähnt, der Sonnenschutz soll heute auch eine Rolle spielen. Die Temperaturen gehen nach oben, die Kleidung wird häufig viel kürzer, kurze Ärmel, kurze Hosen. Inwieweit schützt man sich am optimalsten vor Sonneneinstrahlung? Vielleicht muss man kurz ausholen, die Sonnenschutzcremen haben einen viel geringeren Effekt als Schutz vor dem Hautkrebs, als man das annimmt. Das ist schon heute über 30 Jahre, da sind die ersten Untersuchungen gekommen, da hat man Nacktmäuse zur Hälfte mit Sonnenschutzcreme eingecremt, zur Hälfte nicht. Die sind dann bestrahlt worden und man hat festgestellt, dass sie trotz der Sonnenschutzcreme quasi rechts und links, also auch auf der nicht geschützten und auf der sonnenschutzgecremten Haut praktisch gleich viele Hautkrebsarten entwickelt haben. Und das war überraschend. Und es hat dann viele weitere Studien gegeben. Man weiß zwar, dass es gering schützt, aber überraschend gering. Das heißt, die Sonnenschutzcreme, ich werde nicht rot, kriege keinen Sonnenbrand, ist natürlich angenehm. Aber gleichzeitig kann ich auch länger in der Sonne bleiben. Das heißt, mit der Sonnenschutzcreme alleine kann ich das Risiko nicht gering halten. Ich sollte heute besonders bei Kindern darauf achten, dass man schön brav einen Hut nimmt, auch ein Leiberl und sozusagen Schutzkleidung. Wenn man heute aber sich an einem Strand wiederfindet, wird man sehen, dass das kaum jemand umsetzt, zumindest in Europa nicht. In England ein bisschen mehr. In Australien wird der Schutz sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat damit zu tun, dass es dort eine flächendeckende, praktisch eine Pandemie ist und die Leute wissen, ein Hautkrebs ist für mich ein konkretes Risiko. Und dort ist die Bereitschaft, ein Hut, Hemd und Hose, so heißt das heute, Hut, Hemd, Hose zu tragen, sehr hoch. Zum Beispiel auch, wenn man Touristengruppen sieht und jeder hat einen Hut, kann man sagen, das werden die Australier sein. Okay. Wenn es aber die Amerikaner sind, haben sie immerhin schon die Hälfte einen Hut und wenn es Europäer sind, werden sehr wenige bis keiner oder kaum einen Hut haben.
Okay, das heißt, am optimalsten wäre luftige Kleidung, die so gut als möglich bedeckt, der Sonnenschutz natürlich, um vor Hautirritationen zu schützen. Ja, generell, das heißt, draußen sein ja, aber bekleidet. Das fängt bei jedem an. Das fängt beim Bauarbeiter an, bei jedem Outdoor-Worker. Das heißt, jeder, der draußen ist, das kann ein Landwirt sein, das kann aber auch ein jeder auf einer Baustelle sein. Das heißt, ich schütze mich durch Kleidung, das wäre das Wichtigste, und auch einen Hut. Das heißt, wenn ich das mache, und das, man kann auch Urlaub, Sonne, alles kein Problem, aber man soll sich dabei eben richtig verhalten. Ich selbst habe schon mal beobachtet und kenne auch andere, wenn so der Übergang kommt vom Frühling in den Sommer und man geht dann vielleicht wirklich mit sehr weißer Haut nach dem Winter in die ersten Sonnenstrahlen, ist von mir aus auch eingecremt. Trotzdem kann es oft zu Hautirritationen kommen. Ist es dann schon automatisch eine Sonnenallergie oder reagiert einfach meine Haut auf Hitze und Sonnenstrahlen? Beides gibt's da. Also beides gibt's da. Grundsätzlich muss man sagen, Sonnenallergien kommen vor, sind aber jetzt nicht eine besonders große. Also die meisten, die haben dann schon einen leichten Sonnenbrand, würde man annehmen. Eine echte Sonnenallergie, das ist etwas, was man, also in diese Variante ist ja, wenn er im Winter nicht in der Sonne war und dann quasi in kurzer Zeit sich der Sonne aussetzt, dann kann es so zu einem Ausschlag kommen. Meistens aber an Stellen, wo die, also typisch ist Arme dort, wo, oder auch Gesicht dort, wo die Sonne gut hinkommt und die vorher nicht so besonders war. Aber grundsätzlich sind Sonnenallergien kommen vor, sind aber kein besonderes Problem, würde ich sagen. Also die meisten, die das haben, die haben meistens dann schon leichten Sonnenbrand. Dann kommen wir schon zu unserem zweiten großen Thema und zwar die Allergien. Man könnte jetzt sagen, es gibt Menschen, die sind gegen alles Mögliche allergisch. Jetzt auffällig ist natürlich der Pollenflug. Das fängt an, jetzt genau zu der Jahreszeit, es fängt alles zu blühen an, die Esche, die Erle und so weiter. Viele haben damit sehr stark zu kämpfen. Einige probieren so ein bisschen mit mehr Haare waschen, saubere Bettwäsche, vielleicht auch schon einmal ein paar Allergietabletten genommen. Wann lässt man sich am besten wirklich austesten und welche Therapiemöglichkeiten gibt's? Die Leute lassen sich eigentlich dann testen, wenn sie das Gefühl haben, das wird jetzt lästig. Wenn der zum Beispiel sagt, mir brennen eigentlich immer draußen die Augen oder mir rinnt jetzt die Nasen und das ist jetzt kein Schnupfen und die meisten Leute haben das gut im Gespür, dann kommt er und sagt, ich lasse mir das jetzt einmal abtesten, dann macht man eine Abklärung und dann sieht man quasi, was da ist. Man hat zum Beispiel jetzt, ist ja Birkezeit, also jetzt ist, und Birke ist ein starkes Allergen. Das heißt, die stärksten Allergene, die wir haben, das sind die Gräser. Das ist Mai, Juni. Und jetzt ist eben die Birkezeit. Aber die Leute kriegen das relativ gut hin und der hat auch ein Gefühl, wenn er sagt, ich brauche jetzt was. Und im Regelfall lässt sich das ganz gut machen. Da gibt es eben so Augentropfen-Nasensprays, da gibt es verschiedene Intensitäten, also Stärken und eben auch so antiallergische Tabletten. Und mit den meisten Allergien kommt man dann so im Regelfall gut über die Runden. Dann wird er oft eine Woche später bestellt und sagt man einfach, hat das passt. Oder wie wir sagen, dann macht man noch eine Feineinstellung. Das heißt, es wird noch ein bisschen nachgebessert. Meistens hat man aber Gefühl, je nach Intensität, wie der das angibt, was für das im Wesentlichen passen könnte. Aber manchmal muss man es ein bisschen nachstellen. Gell? Und wenn aber dann das so ist, dass er sagt, na Moment einmal, es ist eigentlich schon stark, dann kommt man so Richtung Hyposensibilisierung. Es wird in manchen Regionen, das ist vor allem in Wien, wird relativ sehr viel hyposensibilisiert. Da wird im Wesentlichen dann hyposensibilisiert, wenn der sagt, die übliche Behandlung, die greift nicht mehr ganz oder ich empfinde das eigentlich sehr stark. Das heißt, wenn man zum Impfen anfängt, das ist ein bisschen subjektiv. Als Vorteil kann man erwähnen, dass man heute das zum Beispiel nur mit 4 präsaisonalen, das heißt vor dem Pollenflug 4 Impfungen lösen kann. Gell? Oder auch bei Kindern wird heute viel der Slit, wie das heißt dieses unter die Zunge geben gell? Und sublingual, gell? Das heißt unter die Zunge und das ist angenehm. Nicht gilt das für Biene-Wespen-Allergie, die muss man relativ häufig impfen, gell? Aber für andere Impfungen wird heute, die sind relativ kurzer Variante gemacht und das ist für die Leute nicht mehr so lästig. Weil wenn ich heute sage, ich muss 4 mal impfen gehen, da gehe ich hin, muss eine halbe Stunde warten, da bin ich wieder dahin. Das ist der Aufwand überschaubar. Wenn ich hingegen jetzt einen Monat kommen muss, das ist für die Leute dann eigentlich mehr Belastung, als ihm das recht wäre. Aber grundsätzlich, wenn der Patient sagt, das ist kein Schnupfen, da ist doch was, das hat er im Gefühl, dann kommt er, wird abgeklärt, dann kriegt er die passende Behandlung, wird in einer Woche noch mal gecheckt, macht das Sinn, haut das hin. Und wenn er sagt, nein, ist da ein bisschen stark, gell, dann sagt man, okay, einen Schritt weiter. Einen nächsten Schritt. Wenn wir jetzt gerade über Testungen sprechen, es gibt ja so vieles, wie man reagieren kann, Hautirritationen oder was man so bei sich bemerkt, finden Sie es
unbedingt oder überhaupt wichtig, eine Allergietestung zu machen, damit ich das einmal grundlegend für mich oder meine Kinder weiß? Das Thema wird nicht ganz einheitlich gesehen. Okay. Gell? Also das nennt man im Fachbegriff prophetische Testung. Das heißt, ich schaue mal, hat das einer nicht. Gell? Im Prinzip muss man sagen, bei Kindern zurückhaltend, also man sollte nicht Kleinkinder jetzt nur testen, weil man das so will. Im Prinzip kann man das halten, wie man will. Also ich würde eher bevorzugen, dass man sagt, ich lasse mich testen, wenn ein konkretes Symptom da ist, das zur Allergie passen könnte. Gell? Es ist nicht verboten und wir machen auch Testungen, wenn einer sagt, ich würde es oder das machen wir auch. Aber es wäre auch okay, wenn man sagt, ich habe jetzt Symptome, die könnten zur Allergie dazu passen, da machen wir einen Test. Also so wäre es. Okay? Und das andere ist eben ein bisschen Luxus, unter Anführungszeichen. Kann man auch machen. Jetzt bleiben wir trotzdem beim Thema Prophylaxe, Vorsorge. Wie in allen anderen medizinischen Fachbereichen gibt es ja da wahrscheinlich auch so einen Standard oder eine Empfehlung. Wie oft im Jahr soll man denn den Dermatologen, die Dermatologin besuchen? Wann fängt man an und wie regelmäßig geht man? Also so normalerweise sagt man ab 14, gell, bei Kindern, außer sie haben eine Muttermale, die ein etwas ungewöhnlicher vorkommt. Da gibt es ja Varianten mit angeborenen Muttermalen, auch die, die größer sind. Gell. Also, aber es kann auch sinnvoll sein, dass man kleinere Kinder untersucht, aber also im Normalfall sagt man ab 14. Und dann ist es, mit 14 kann das oft alle 2-3 Jahre reichen. Meistens im Erwachsenenalter kommt man auf jährlich. Es gibt ein paar, die werden zweijährlich kontrolliert. Es gibt aber auch ein paar, wenn zum Beispiel jemand, sagen wir, 100 Muttermale hat und die speziell sind, kann das auch ins Halbjährliche reingehen. Gell? Das heißt, abhängig ist es von der Optik der Muttermale, also quasi haben die Veränderungen und der Anzahl. Aber man kann so sagen, als Faustregel so einmal im Jahr. Gell? Einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung, was genau passiert da dann? Schaut man da wirklich nur auf die Muttermale oder wie stellt man sich das vor für alle, die nicht regelmäßig gehen? Eigentlich sozusagen, der muss sich komplett frei machen, ja. Also Unterhose wird angelassen, dann kann er anlassen, dann wird quasi hinter die Ohren, fängt man quasi von oben nach unten an, quasi dann dreht man den um und schaut ihn quasi von unten nach oben an. Also so wird eine Vorsorge empfohlen und so wird das auch gemacht. Gell? Wenn man nicht geübt ist, sieht man im Prinzip sehr schnell, welche Mutter mal überhaupt für sowas in Frage kommen, die speziell sind. Gell? Aber im Prinzip ist das normiert, wie man das nennt. Das heißt, das ist im Prinzip fachlich vorgegeben und das setzt man um. Und bei den Muttermalen und den Häufigkeiten, wir haben es in einem Vorgespräch kurz besprochen, Sie sind ja schon seit einigen Jahren in diesem Fachbereich tätig und können wahrscheinlich auch aus Erfahrung und Beobachtung sprechen. Was mich interessiert ist, wie ist es denn so im Murtal in der Steiermark? Hat sich was verändert über die letzten Jahre? Sehen Sie mehr Risikofaktoren für andere Hauterkrankungen? Hat irgendwas sehr signifikant zugenommen vielleicht? Also die Hautkrebsgeschichten haben eine Explosion erfahren seit den 60er Jahren. Das heißt, da hat es alle 10 Jahre eine Verdoppelung gegeben, was am Anfang vielleicht bei niedrigen Zahlen noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Das ist im Wesentlichen bis zum Jahr 2000 gegangen und jetzt nehmen sie nur mehr gering zu. Aber generell ist heute der Hautkrebs schwarz und weiß zusammengerechnet das häufigste überhaupt. Das heißt, sich da anzuschauen lassen, ist an sich kein Luxus. Was man gelegentlich hört, ist zum Beispiel, wenn heute ein 50-60-Jähriger kommt und sagt, na, in meiner Jugend da hat doch keiner die Mutter mal angeschaut, sage ich, ja, da werden sie recht haben, aber damals waren die Zahlen noch ganz anders. Das heißt, heute ist Mutter mal anschauen sicher kein Luxus und eigentlich wird das auch relativ stark wahrgenommen, aber wie bei allen Vorsorgeuntersuchungen kann man nie alle ansprechen. Gell? Aber grundsätzlich, man kann auch sagen, es ist heute jemand, also praktisch fast jeder so gebildet, dass er weiß, wenn sie da bei Mutter mal was verändert, na, das ist einmal vielleicht zum Anschauen, na, das muss einmal Klarheit her, was das ist. Also heute, die Leute wissen grundsätzlich schon, bei der Sonne sollte ich aufpassen, ob sich der dann in seinem Verhalten ändert, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das Wissen ist da und es ist auch das Wissen da, dass von Muttermalen Flecken theoretisch grundsätzlich eine Gefahr ausgehen könnte und das Wissen, dass wenn sie was verändert, na, das war was zum Anschauen und es ist eigentlich auch das Wissen da, dass Vorsorgeuntersuchungen da empfohlen sind. Aber was der Einzige, wie generell daraus macht, ist, aber eigentlich wird, so also muss man schon sagen, wird das schon angenommen.
Meine abschließende Frage jetzt nun, was möchten Sie unseren Seher und Seherinnen mitgeben? Warum ist es so wichtig, auf seine Haut zu schauen und regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen? Generell muss man fast ein bisschen früher ansetzen. Man muss sagen, es würde sich auszahlen, wenn man heute sagt, ich pass auf, dass meine Haut nicht gesöcht wird, nicht Sonnenbrände bekommt. Das heißt, ich muss früh anfangen, dass ich schaue, dass ich möglichst wenig kriege. Auch für die Frauen. Man darf nicht vergessen, dass auch die Hautalterung damit einhergeht. Jeder weiß zum Beispiel, wenn man 50, 60-Jährige sieht, die sehr viele Falten haben, dann sagt man, na, die war vielleicht zu viel in der Sonne. Das heißt, auch wegen dem Aussehen ist es, dass man Zurückhaltung bei der Sonne übt, hat einen gewissen Wert, gell? Und dass man generell also weiß, dass das Risiko von einem Hautkrebs heute beträchtlich ist eigentlich. Gell? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da was auffindet, ist höher als in anderen Fächern. Gell? Das heißt aber nicht, dass diese Sachen gleich hochgefährlich sind. Gell? Generell muss man sagen, in der Hautvorsorge kann man sehr viel erreichen, weil das frühe Erkennen ist letztendlich bei diesen Sachen das Um und auf. Und da geht das leicht. Man muss nur hinschauen. Gell? Man kann das auch vergrößern. Das heißt, man kann das mit einer höheren Qualität dann machen. Gell? Und das ist eben heute möglich. Und es obliegt immer jedem, das selber für sich dann umzusetzen. Und natürlich dann regelmäßig auch beobachten. Ich sage danke für Ihre Zeit, für diese ganzen Informationen. Wahrscheinlich gehe ich jetzt richtig, wenn ich sage, im Zweifelsfall dann einfach trotzdem anschauen lassen von seinem Facharzt, seiner Fachärztin. Ich wünsche Ihnen natürlich auch Ihrer Ordination alles Gute und sage danke für Ihre Zeit. Danke. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Ja, der Frühling ist da und die Temperaturen steigen an. Da zieht es die meisten von uns natürlich nach draußen. Aber was ist eigentlich die Lieblingsbeschäftigung der Steirerinnen und Steirer, wenn es wieder wärmer wird? Wir haben nachgefragt in unserem Spontan der Woche. Spontan! 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 Spontan natürlich! Was ist denn Ihre Lieblingsbeschäftigung im Frühling, wenn die warme Jahreszeit kommt? Gartenarbeit. Im Garten. Im Garten schauen, wie alles sprießt und verbessern, anscheinend setzen, verschönern. Hobbygärtnerin. Ja, genau. Wandern, Natur begutachten, generell auch Tiere. Ja, man sieht ja, ich habe selber einen Hund. Und was ganz wichtig ist, in erster Linie wandern und körperlich fit zu halten. Aber bei jeder Witterungszeit hat mit dem Frühling nichts zu tun. Bei mir ist es so, ich habe ein Haus auf der Alm gehabt, habe meine Kinder geschenkt. Aber da habe ich Arbeit genug. Immer arbeiten? Bei 1500 Quadratmeter. Ist auf der Hebalm das Haus. Großes Haus. Aber durch den mein Alter, weil ich schon älter bin, jetzt habe ich meine Töchter gegeben. Ich mag nicht mehr so richtig. Ich würde sagen, dass ich nach draußen gehe, mich im Park mit Freunden treffe oder eine Wanderung mit meinem Hund unternehme. Ich gehe schwimmen, also in Bad Sonne hier. Und ich spiele Fußball manchmal im Augarten. Ja, das sind meine Hauptbeschäftigungen. Eigentlich Rollerskaten, aber jetzt mit Babybauch geht es ein bisschen schwer. Und jetzt mit Babybauch? Und jetzt mit Babybauch spazieren. Wenn der Frühling kommt, ich gehe gern wandern, so wie ich kann. Ein bisschen Radl fahren und ja, irgendwie draußen. Ja. In der Natur. Schwimmen, ja klar. Spontan! 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 Spontan natürlich!
Bei Gregor Witthalm ist dieses Mal die Gemeinderätin Frau Daniela Schlüsselberger zu Gast. Es geht um das Thema Rot im Grazer Gemeinderat. Und wir wünschen gute Unterhaltung mit unserem Stadtgespräch. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Stadtgespräch bei Kanal 3 hier im Merkur Headquarter. Wir haben uns wieder ein bisschen verändert, wie Sie sehen. Konrad von Hötzendorf Straße, die Belebte, ist hinter uns und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und Sie werden sich erinnern, vor einigen Wochen haben wir begonnen, ein bisschen in den, ja, man kann es noch so sagen, neu gewählten Grazer Gemeinderat reinzuschauen. Und von Pink, das war damals die Farbe, wechseln wir jetzt zu Rot, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen eine Gemeinderätin präsentieren der Sozialdemokratie in Graz. Das ist die Frau Diplom-Ingenieur Daniela Schlüsselberger. Hallo und herzlich willkommen und freue mich sehr. Im roten Gewande, wie es sich gehört, für eine gestandene Sozialdemokratin. Dass man gleich sieht, wo man herkommt. Das passt auch so, liebe Frau Schlüsselberger. Sie sind ja, wie soll ich mal sagen, eine Quereinsteigerin. Also Sie haben jetzt mal begonnen, Gemeinderat auszuprobieren. Wie geht es Ihnen so nach einer gewissen Zeit? Gut. Also ich muss sagen, es war für mich ein unvoreingenommenes Einsteigen in den Gemeinderat. Ja. Ich hatte es so nicht geplant, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Es haben sich Dinge dann einfach so im letzten Jahr entwickelt und diese Chance wurde mir geboten, die ich dann natürlich gerne genutzt habe, weil was gibt es Schöneres, als in der eigenen Heimatgemeinde, in der eigenen Heimatstadt zu gestalten, aktiv mitzugestalten. Und im Gemeinderat sitzt man natürlich an den Hebeln, die man dafür braucht. Ich bin positiv überrascht, wäre jetzt vielleicht der falsche Terminus, weil das würde eine gewisse Wertigkeit reinbringen. Und ich bin positiv überrascht von den Möglichkeiten, die man hat. Und man sieht jetzt auch schon anhand der ersten Sitzungen, was wir alles als Koalition, als sozialdemokratische Partei in Schwung gebracht haben, wo wir unsere ersten Schwerpunkte gesetzt haben, was alles möglich ist. Und deswegen sehe ich ganz positiv in die Zukunft, wenn es so weitergeht, wird es wunderbar. Bitte. So muss und soll eine Gemeinderätin klingen. Der Frust kommt noch viel, viel später. Aber darüber reden wir ja vielleicht noch. Aber die Person, Daniela Schlüsselberger, wann hat das begonnen, dass Sie auch ein politischer Kopf sind? Ich meine, man bekommt ein Angebot, der Michi Ehmann wird sich schon was gedacht haben, als er Sie gefragt hat, wo Sie gesagt haben, die Politik, Sie sind ja in einem anderen Metier groß geworden und beruflich, darüber reden wir auch noch, aber die Politik gehört auch zu meinem Leben. Wann hat das bei der Daniela Schlüsselberger begonnen? Mit dem Start einer Lehre. Mhm. Also ich bin damals als technischer Lehrling in eine Lehrfirma gekommen, die betriebsrechtlich organisiert war, aber eben nicht im Jugendbereich. Und einer der ersten Aktionen, abgesehen davon, dass ich die erste weibliche Technikerin im Unternehmen war und sowieso schon irgendwie alles... Technikerin in was? Elektrotechnik. Genau. Man liest ja auch, wenn Sie sind begeisterte Technikerin. Absolut. Ja. Nach wie vor. Ja. Kommen wir aber, glaube ich, jetzt noch dazu, weil sonst welge ich gleich ab in meiner Seite. Nein, wir bleiben jetzt bei der Sozialdemokratie und bei der Politik. Jedenfalls habe ich dort einen Jugendvertrauensrat gegründet. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit dem politischen Dasein. Was ist machbar? Für was steht man ein? Was sind meine Werte? Also davor wäre es vermessen zu behaupten, ich habe mich extrem mit meinen Werten, also gerade im vorpubertären Alter ist das jetzt nicht so oft der Kern aller Überlegungen, aber dort habe ich begonnen, mir zu überlegen, wo sind meine Werte, was ist mir wichtig, wofür stehe, wofür möchte ich mich einsetzen. Mhm. Da ist die Sozialdemokratie in allen Weisen rausgekommen und seitdem bin ich, sage ich mal, politisch aktiv, habe dann leider irgendwann einmal wieder ausscheiden müssen aus dem aktiven Gestalten, weil es der Beruf nicht mehr hat zulassen. Okay. Beziehungsweise kamen dann ganz viel berufsbegleitende Weiterbildungen und dann habe ich so ein bisschen das Ganze aus den Augen verloren und bin dann vor ein paar Jahren einmal daheim gesessen und habe begonnen, wieder so aktiv politisch zu denken und Gestaltungswillen zu haben. Liegt vielleicht daran, weil ich wieder mehr geschlafen habe, weil die Tochter ein bisschen größer war und die Energie wieder zurückgekommen weiß ist. Weiß Gott, das ist ein wichtiger Aspekt in einem Leben, der ausreichende Schlaf. Genau. Und mit dem ausreichenden Schlaf ist auch irgendwie so dieses
Gestalten wollen wieder gekommen. Und dann, okay, kann ich mich noch gut erinnern, bin ich irgendwann zu Hause gesessen und habe so auf ich sage jetzt einmal typisch österreichisch gemacht. Ich war so eine kleine Nationaltrainerin in der Politik und habe halt im Bund ein bisschen was gewusst, im Land ein bisschen was besser gewusst, in Stadt gewusst, was ich gern machen würde. Mhm. Und überall wusste ich, wie ich es machen würde. Habe mein Umfeld, glaube ich, auch ziemlich genervt damit, mit meinen Vorschlägen. Und habe dann gesagt, so, aus jetzt tue ich was oder ja. Ich höre auf zum Reden, was ich denn tun das würde. Das ist ein gescheiter Entschluss gewesen, genau. Ja. Und dann ja, bin ich, glaube ich, eine Woche später eben bei Michi Ehmann im Büro gestanden. Also Sie waren entsprechend laut, genau. Und man hat Sie gehört und somit sind Sie jetzt im Grazer Gemeinderat. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Sie sind noch jung an Jahren. Liebe Frau Schlüsselberger, die Zeiten, die Hochzeiten der Grazer Sozialdemokratie unter einem Bürgermeister Stingl, ja, sind lange, 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 lange her. Da waren Sie wahrscheinlich noch ein Kind, wenn überhaupt. Ja. Mittlerweile erlebt die Grazer Sozialdemokratie so mal schwierigere Zeiten. Ja. Es ist nicht so ganz einfach, obwohl man es in die Koalition geschafft hat. Wie nehmen Sie denn das wahr? Sie sind vier Genossinnen und Genossen im Grazer Gemeinderat. Das ist ein kleines, feines Grüppchen, aber eben ein kleines Grüppchen. Wie nehmen Sie diese Entwicklung Ihrer Partei denn wahr und was ist da Ihr Antrieb? Grundsätzlich war die Entwicklung der Partei, und wenn ich es jetzt auf die kommunale Ebene runterbricht, natürlich ein weiterer Faktor, wieso ich gestalten wollte. Weil ich eben seit Jahren, ich meine, ich sage die Hochblüte eben ein bisschen jünger und vielleicht mit einem anderen Blick, aber zumindest in den letzten Jahren auch als Grazerin begleitet habe. Und immer Ideen hatte, was ich da machen würde oder machen wollen würde. Es wäre jetzt zu vermessen zu sagen, ich hätte ein Patentrezept und ich möchte auch den Status quo von dem hier auch nicht werten, weil es steht mir meiner Meinung nach nicht zu, vor meiner Zeit zu werten und wäre auch der falsche Ansatz. Es ist so, wie es ist. Wir sind zu viert natürlich in reduzierter Mannschaft, dafür mit einem unglaublich leidenschaftlichen Team, die alle für die Sache brennen und kämpfen, mit einem Vorsitzenden, der und uns gut dort auch durchführt, weil gerade zwei von uns ja eben neu sind, uns da wundervoll begleitet, uns Möglichkeiten gibt auch zu gestalten, das Ganze jetzt mitzugestalten. Ja. Und sind Sie da auch an der sogenannten Basis, Sie sind wie gesagt quer, ja. Sie sind zu viert, aber die Partei im Hintergrund, die ja doch ja, eine große Leidensfähigkeit in den vergangenen Jahren beweisen hat müssen, sind Sie da dran? Spüren Sie da was? Spüren Sie da Rückenwind? Spüren Sie da Skepsis? Spüren Sie überhaupt was von dieser Partei? Absolut. War auch der Grund, wieso ich gesagt habe, ich werde jetzt aktiv, weil sich für mich irgendwie so ein Gefühl eingeschlichen hat, da tut sich gerade was, da bewegt sich was in der Partei, da versucht Graz gerade als Sozialdemokratie wieder stärker zu werden und da wollte ich dann gerne dabei sein, dort mitgestalten. Vor der Wahl war das noch, ja. Vor der Wahl. Ja, die Wahl selber, ich glaube, die wurde ausreichend kommentiert, es gibt viele Theorien dazu. Es ist, wie es ist, genau. Ich sehe es aber als Chance und weiter gut zu arbeiten, jetzt innerhalb der Koalition unsere Schwerpunkte und Themen durchzubringen. Und wenn ich so an die letzten Gemeinderatssitzungen denke und an den Sozialindex für Schulen, um zusätzliche schulautonome Mittel bereitzustellen für die Schulen, die es brauchen, das ist so ein Beispiel, wo es mir zeigt, ja, es ist auch zu viert in unserer Konstellation sehr, sehr viel möglich. Und wir haben Gestaltungskraft, auch wenn wir nur zu viert sind. Wir werden die nutzen. Es liegt ganz viel am Tableau. Wir haben schon einiges in die Wege gebracht. Ja, es ist. Also der Teil dieser Koalition, man ist ja Segen und Fluch für den außenstehenden Beobachter, für die SPÖ Graz ja zugleich. Segen, man ist, wie Sie es gerade geschildert haben, daran mitgestalten zu können, weil man eben part of the game ist. Man ist aber auch natürlich der Junior-Junior-Partner, der, wie soll ich mal sagen, noch dazu mit einer übermächtigen KPÖ immer in großer Gefahr schwebt, geschluckt zu werden, sodass also Rot von Rot vielleicht nicht mehr wahrnehmbar ist. Wie weit sehen Sie da die Gefahr? Oft bin ich mir gar nicht sicher, ob die Gefahr wirklich so von innen raus besteht oder ob sie von außen rein aufgedrückt wird. Ich glaube, man läuft immer in einer Koalition Gefahr. Sei es jetzt im sag ich mal, links der Mitte, dass man ineinander verschwimmt, nenne ich es einmal. Hat man eine Koalition
über die komplette Bandbreite läuft man Gefahr, dass man sich selber aufgeben muss, um gemeinsam was zu gestalten. Ich glaube, in einer Koalition, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung hat man immer Gefahren in allen Richtungen. Das Leben ist lebensgefährlich, genau. Sowieso. Ja. Und dementsprechend gilt es, einfach gemeinsam da einen Weg zu finden. Und da sind wir jetzt innerhalb der Koalition auf einem guten Weg, dass wir einander schätzen für das, was jeder eigenständig ist. Natürlich, wir schätzen uns dafür, dass wir in die gleiche Richtung schauen in dieser rot-grün-roten Koalition. Und ich glaube, dass die Gefahr von außen mehr gesehen wird, als sie von innen wirklich existiert. Ja, sonst hören wir uns in 3-4 Jahren dann mal wieder auf meine Prognose. Wir werden uns das anschauen. Es ist ja mal gut, wenn man das Gefühl hat, es wird gearbeitet und weniger gestritten. Wenn man bei Ihnen nachliest, liebe Frau Schlüsselberger, Familie, leistbare Stadt, das sind so Ihre Themen, die setzen Sie als Überschriften hin. Wo soll das, wenn man es ein bisschen ins Detail macht, hingehen? Was ist da schon geschafft? Was sind die Perspektiven, wo Sie sagen, ich als Gemeinderätin Schlüsselberger mache mich da bemerkbar? Mein Fokus liegt ist derzeit sehr auf dem Thema Bildung, auf Bildung wirklich von der Elementarpädagogik, die in der Kinderkrippe eigentlich anfängt. Ich meine, Sie sind ja junge Mama, Sie haben sie kurz erwähnt, genau. Das ist man natürlich dem Thema nahe, das ist klar. Absolut, ich kenne gerade die Thematiken von der Kinderkrippe bis jetzt zur Volksschule und schon in den ersten Überlegungen, wohin es dann nach der Volksschule gehen soll. Das sind einfach mein Fokus mal sehr dort aufgrund meines Daseins als Mama gesetzt. Ja. Und da gibt es vieles, was man gerade für sozial schwächere Familien verbessern kann, muss, soll, darf. Das bleibt jetzt jedem überlassen, wie es bewegt. Auf jeden Fall ist für mich zum Beispiel das Thema Bildung nichts, was jetzt unbedingt mit der monetären Situation verknüpft werden soll. Und leider ist das so. Bis hin zu teuren Nachhilfestunden, bis dorthin, dass Bildung vererbt wird nach wie vor. Die Frage des Kinderbetreuungsplatzes, der Möglichkeit, ausschlaggebend ist für Beschäftigungsverhältnis der Frauen. Also da spielen ja ganz viele Themen plötzlich mit. Und wenn einmal der Bildungsweg eines Kindes nicht mehr vom familiären Umfeld abhängig ist, nicht mehr von der monetären Lage der Familie abhängig ist und einfach für alle Kinder, die in Graz wohnen, gleich ist, dann glaube ich, ergeben sich ganz viele andere sozialpolitische Themen automatisch mit. Wir haben jetzt natürlich eine Zeit, das kann man auch selbst in den Stadtgesprächen nicht ausklammern, wo wir viel erleben, wo vieles im Ungewissen ist. Und wenn Sie von einer leistbaren Stadt und von einer leistbaren Bildung sprechen, läuft parallel eine Kurve, die immer höher und höher steigt. Das heißt, die Preise werden teurer, das Leben wird teurer, die Menschen werden ärmer. Das heißt, die Herausforderung, die sie sich stellen jetzt, ist ja eigentlich noch schärfer geworden mit ungewissem Ausgang. Was meinen Sie denn, was wäre realistisch, wenn die Periode vorbei ist, vor oder nach der nächsten Wahl, was möchten Sie geschafft haben? Was ist für Sie realistisch, dass Sie sagen, diesen einen Punkt wenigstens, in diesem großen Thema Bildung, Familie, Frauen, das ist ja, sind ja Überschriften. Man muss ja irgendwas dann auf den Boden bringen. Was meinen Sie, wäre da zu schaffen für Sie? Wichtig, und das hat meine Vorgängerin ja auch schon versucht zu initiieren, ist für mich jetzt einmal als realistisches Thema die Zuweisung von zusätzlichen schulautonomen Mitteln nach Sozialindex auch wirklich umzusetzen, sodass ganz einfach gesagt das Geld auch in der Schule ist. Also bis dorthin ist das eine Idee, ist das ein Vorschlag, aber wie Sie richtig sagen, man muss es ja auch auf die Erden bringen. Ja. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich eben so ein Gefälle sehe zwischen Schulen, wo Kinder von Elternhäusern sind, die wohlsituiert sind, da kann der Elternverein sponsern, da gibt es Feste, da gibt es T-Shirts, da gibt es Krapfen, da gibt es tolle Sachen. Wenn man dann aber in Schulen schaut, wo das Elternhaus diesen Support nicht bieten kann, dort fällt das alles weg. Dort sind oft zusätzliche Bücher, die man gern hätte. Ein Ausflug in eine schulexterne Location, wie sie eigentlich so 5, 6, 7 Mal im Jahr gemacht werden, oft nicht finanziell stemmbar. Und genau dafür braucht es dann Mittel, um den Kindern ansatzweise ein bisschen ein zusätzliches Rühren zu ermöglichen, einfach um dort den Standard zu heben. Und vor allen Dingen würden dann die Schulen davon profitieren, weil
weil natürlich die Wertigkeit der Schule durch diese zusätzlichen Schulautonomen-Mitteln ja auch steigt. Und dann sind das nicht mehr, und jetzt sag's jetzt, weil es ja sowieso immer wieder als Terminus verwendet wird, die Brennpunktschulen, sondern das ist eine Schule, die zusätzliche Mitteln hat und dadurch auch zusätzliche Möglichkeiten und natürlich an Attraktivität gewinnt, dass vielleicht auch Kinder von Eltern gehen, die dann halt nicht dort in sag mal, dem Durchschnitt entsprechen. Und das ist für mich ein Thema, wo ich sage, es ist groß genug, um es, um es wirklich zu erkämpfen zu müssen, weil selbst wenn man so drüber redet und das Gefühl hat, alle finden das großartig, es heißt noch nicht, dass es leicht durchzusetzen ist mit allen Hürden, aber für mich einer der wichtigen Schritte, wo ich sage, also das ist einer der Punkte, wenn ich dann zurückblicke, das möchte. Aus Ihrer Sicht auch auf den Boden zu bringen sind. Ja. Natürlich haben Sie es jetzt natürlich in dieser Koalition mit dieser Denke ein bisschen leichter, um nicht zu sagen wesentlich leichter, das ist keine Frage. Wie gesagt, junge Mama, Sie sind, und da kommen wir jetzt nochmal zurück, begeisterte Technikerin. Wie geht sich das aus im Leben der Daniela Schlüsselberger? Inwieweit sind Sie noch Technikerin? Inwieweit sind Sie Politikerin? Inwieweit sind Sie Mama? Der klassische Stress einer multifunktional funktionierenden jungen Dame. Genau, also ich lebe das Klischee durch und durch und muss sagen, ab und zu sind meine Tage einfach viel zu kurz, da bräuchte ich ein paar Stunden mehr. Und ich bin am Abend manchmal einfach ziemlich müde. Also es wäre vermessen und glaube ich auch das falsche Signal auszusenden, wenn ich sage, es geht alles entspannt. Ich bin doch noch in einem recht hohen Beschäftigungsausmaß als Projektleiterin gerade für einen Kraftwerksneubau tätig. Also ich habe erstmalig die Chance, ein neues Kraftwerk allein elektrotechnisch zu gestalten. Na bitte, Hochachtung. Großartig, ja, macht mir irrsinnig Freude, ist natürlich irrsinnig aufwendig, ressourcenbindend, kommt also vieles zusammen gerade, wo ich sage, manchmal ist wirklich stressig, aber es macht alles Spaß. Ich bin nach wie vor eine Technikerin, die beim Umspannwerk vorbeifährt, bei einem Kraftwerk vorbeifährt und sich freut, weil sie weiß, dass sie dort ein Stückchen gemacht hat, die mit Leidenschaft Technikthemen auch versucht zu verbreiten und Sachen zu erklären. Die Politik liegt mir einfach, weil die Sozialdemokratie so intrinsisch rauskommt. Also das ist nichts, wo ich mich einfügen muss, sondern das ist einfach meine Einstellung zu vielen Themen und Gemeinderätin zu sein, macht mir irrsinnige Freude. Belebt mich auf eine ganz neue Art und Weise. Meine Tochter braucht nichts reden, meine Familie, die ist ein ganz wichtiger Anker. Also das hört sich ja alles nach Happy Life an. Das ist ganz, ganz wunderbar. Wie gesagt, wir sempern, wie man auf gut Steirisch sagt, viel über Politik. Wir freuen uns mal, jemanden zu haben, der begeistert Politik macht und noch nicht abgestumpft ist oder gar frustriert. Inwieweit als Schlusssatz so sehen Sie sich da oder können Sie sich da auch als Vorbild sehen in Graz, wenn wir bedenken, dass, wie war es denn einmal, die Hälfte der Menschen bei der letzten Wahl bei den Urnen waren. Das ist ja auch eine bedenkliche Geschichte und eine Politikmüdigkeit oder Verdrossenheit sondergleichen. Können Sie da auch was zünden? Haben Sie das Gefühl, können Sie Ihre Begeisterung raustragen an die Menschen und sagen, hey, da geht ja was, wenn wir politisch denken, wenn wir uns politisch engagieren? Ich hoffe, dass meine Leidenschaft auch überspringt. Ich glaube ja, weil viel meines politischen Tuns besteht darin, dass ich einfach mit Menschen wieder rede. Also dass ich sage, sei es in der Nachbarschaft, sei es beim Einkaufen, sei es jetzt unterwegs zum Gemeinderat, wie auch immer. Wenn man mal Gemeinderätin ist, und ich habe ja auch ein knallrotes Rad, was irgendwie so total auffällig ist. Und ich werde dann immer wieder angeredet mit Alltagssorgen, mit größeren Themen, mit kleineren. Oft ist es nur, dass man zuhört und manchmal kann ich was mitnehmen und konkrete Lösungen anbieten oder zumindest vermitteln, weiterhelfen. Und da merke ich schon, dass dieses direkte, also der Kontakt mit den Menschen was ist, was schon bleibt, also wo man auch vermitteln kann, für was eine Partei, eine Sozialdemokratie, ein Team steht. Und natürlich beim direkten Gespräch lässt sich das tausendmal schöner transportieren und ehrlicher und echter als auf allen Einschaltungen und Wahlplakaten. Und deswegen glaube ich auch, dass es zwar ein anstrengender Weg von dem her ist, weil man ganz schwierig mit allen Grazerinnen und Grazer irgendwann einmal, wenn es ja auch aus dem Gespräch kommt, aber ein wertvoller Weg, den ich auch weitergehen möchte. Kommt ja auch was zurück. Energie ist Ihr Thema.
Sie möge in Ihnen weiter brennen und Sie befeuern. Liebe Frau Schlüsselberger, Dankeschön, dass Sie mein Gast waren. Bleiben Sie so engagiert. Ihnen, meine Damen und Herren, wie gesagt, die Sozialdemokratie in Graz haben wir Ihnen vorgestellt mit der Daniela Schlüsselberger. In einigen Wochen wird dann die Freiheitliche Partei drankommen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und dabei sein werden. Wir sehen uns. Weitere Neuigkeiten aus der Steiermark gibt's jetzt in unseren Kanal 3 Kurznews. In Bernbach hat zu Beginn der Karwoche das erste Osterball-Sportcamp stattgefunden. 24 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben daran teilgenommen. In 3 Camptagen haben die Kids verschiedene Ballsportarten kennengelernt, die in der Region angeboten werden. Dabei haben Handball, Volleyball und Basketball im Fokus gestanden. Das Umweltspielmobil mit Unterstützung des Grazer Umweltamtes ist nun schon seit einigen Jahren in Graz unterwegs. Das Team von Fratz Graz fährt mit einem Lastenrad in verschiedene Parks, Siedlungen und auf Wohnstraßen in Graz und bringt den Kindern und Familien spielerisch die Themen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energiequellen und Umweltschutz näher. Zum Schutz und Ausbau der biologischen Vielfalt geht ein steirisches Erfolgsprojekt in die nächste Runde. Mit der Aktion Wildblumen werden in den kommenden Wochen in 10 Gemeinden im Bezirk Voitsberg wieder Blühprojekte mit heimischen Wildblumen umgesetzt. Steiermarkweit sind 188 Gemeinden Teil der Aktion. Das war's von unserem aktuellen Steiermark-Magazin. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen. Alle Beiträge gibt's unter kanal3.tv. Wir sind natürlich auch auf Facebook, YouTube und Instagram zu finden. Ich sage herzlichen Dank fürs Mit-Dabei-Sein und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Bis dahin alles Liebe!